Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Wir sind damit beschäftigt, hier unsere Energieversorgung ein wenig auf Vordermann zu bringen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wir sind in der neuen Aufnahmesession. Deswegen gucke ich gerade mal eben kurz rum. Da hinten steht die Corporation, klar, da hinten hatten wir neue Häuser gebaut. Und hier sind wir fleißig am Elektroklamotten auseinanderfrickeln. Warum die gerade nichts machen, weiß ich gerade nicht. Da fehlen Bedienteile. Und dem fehlen auch Teile. Die werden hier hinten, glaube ich, recycelt. Schau mal im Tja, genau, zerlege Elektroschrott. Alles klar. Und damit ist eigentlich auch schon die Aufgabe für diese Folge klar definiert. Ich werde mal diese Fabrik hier umstellen auf zerlege Elektroschrott. Ditte. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass wir von dem Zeug massig brauchen, damit wir unsere Energieversorgung entsprechend hochbringen können. Und dazu möchte ich diese Folge mal ein wenig, oder die nächsten zwei, drei Folgen, muss man auch gucken, wie lange es dauert, die Versorgung mit Elektrokomponenten ein bisschen hochdrücken. Sprich, wir werden hier hinten bei der Corporation, ist das denn die richtige? Das ist die Conservatives, ne, das ist glaube ich die falsche, ne? Weil wenn, dann wollte ich ja dementsprechend die zugehörigen Industriezweige dort entsprechend um die Corporation rumbauen. Ich guck mal eben ins Kaufmenü, ich komme da mit diesen Corporation-Bezeichnungen nicht so gut klar. Beziehungsweise aus dem Namen heraus erschließt sich mir nicht immer gleich, wofür die zuständig sind. Conservatives. Eco, Neo, Cosmos und Conservatives. Ja, die haben gar nichts. Ah, okay. Ach, für die Schiffsklamotten sind die zuständig, okay. Und damit sind dann die alle, das ist Strom, das ist Neo. Dafür, das ist Bio, ne? Ja. Ah ja, das ist auch immer angemarkert. Das springt ja dann rüber. Ja, gut. Setzen wir da jetzt eine neue Plattform, wäre auch nicht schlecht, ne? Dass wir hier neben eine neue setzen und dort einfach unsere Elektroindustrie drauf aufbauen. Das werden dann so 4, 5, 6 Fabriken werden. Ich hoffe, dass wir mit der Energie klarkommen. Und dann können wir die Elektrokomponenten entsprechend gut zerlegen. So, wo müssen wir hin? Keine Essensvorräte. Was? Warum? Eggplant fehlt. Alles klar, können wir auch rausnehmen. Die Brote haben wir auch wieder. Das waren Haferbrote, okay. Jetzt sollten die eigentlich nicht mehr so viel meckern. Wo müssen wir denn anbauen? Da haben wir die Plattform. Diese müsste das sein, ne? Das ist die mit den Häusern. Da will ich auch erstmal nicht dran. Dann nehmen wir diese hier. Hier vorne direkt bei uns. Und bauen die. Zack. Und dann müssen wir noch die Relaisstation haben. Dazu brauchen wir noch eben zwei von den elektrischen Umwandlern, den sogenannten. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Wenn ich sie finde. Kosten 20.000, aber ist mir jetzt dann eben egal. So, ja. Was habe ich doch? Ach, ich brauche 3. Wie soll denn der jetzt 27.000? Egal. Ist mir jetzt nicht so ganz schlüssig, warum, wieso, weshalb. Das sind doch die 3. Naja, egal. So, wir bauen hier ein wenig Elektroindustrie hin, beziehungsweise Recycling. Da schauen wir mal eben die normalen Fabriken. Wir werden die vielleicht dann auch nachher umziehen oder so. Das sind jetzt ganz normal Wiederverwertungsanlagen. Okay. Dann schaue ich mal, wie groß ich so eine bauen kann. Aber ich glaube, das geht nur auf einen doppelten Komplex. Sprich, wir haben das hier. Das ist eine normale Wiederverwertungsanlage für alles Mögliche. Das ist eine einfache und hier hinten haben wir die doppelte. Ja,
Da kriegen wir keine drei Stück von hin. Das ist die. Ich guck mal eben, ich mache mal eben eine neue Blueprint und sag dann hier einmal. Na, jetzt legt sie da hin. Ja, da seht ihr schon, das geht nicht. Kriege ich dort nicht zwischen. Ist leider zu groß. Wäre schön, wenn wir für diese äußeren Plattformen eine andere Blueprint-Größe anwählen könnten. Geht aber nicht, soweit ich weiß oder soweit ich das hier sehe. Somit bin ich hier begrenzt. Ich kann nur maximal zwei Stück setzen, so. Oder? Warte mal. Wenn ich den da hinsetze. Ja, ne, geht nicht. Das überschneidet sich auf der rechten Seite wieder. Also können wir das ganz einfach vergessen. Zack. Löschen. Dann nehmen wir hier einfach unsere vorbereitete Zweier. Geh weg. Unsere vorbereitete Zweier. Wo ist er? Dort. Und was brauchen wir? Toll. Das, was wir nicht haben, genau das, oder beziehungsweise das, was wir produzieren wollen, das fehlt uns natürlich jetzt auch noch. So, komm rüber. Wie legen wir die an? So, die geht dann bis, ich schau mal, wie die hier platzmäßig hinpassen. Die geht bis da. Das ist dann die 2, ne? 2 Stück. Und das dürfte dann nicht mehr passen. Nein. Wie sieht das aus, wenn wir die so legen? Das einmal bis da. Das ist dann die 2. Das geht auch nicht. Ja gut, dann setze ich die jetzt einfach mal so lang hier hin. Und dann heißt es mal wieder, wie viel... Wir haben 1108 Platz. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier erstmal wieder anfangen, uns Personal zusammenzusuchen. Das kennt ihr ja alle schon. Wie gesagt, in der Hinsicht ist das Spiel halt dann eben... Achso, wir brauchen jetzt Blueprints, genau. Immer wieder Wiederholungen, aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Vor allen Dingen ist es ja auch hier interessant dann zu schauen, wie man das hinbekommt. Dass man komplett unabhängig hier laufen lässt. Sprich die Selbstversorgung, dass man nichts mehr auf dem Markt kaufen muss. Bis auf jetzt, sage ich mal, diese einfachen Klamotten, die einfach nur jetzt im Moment Zeit kosten, machen wir das ja eigentlich auch schon. So, was brauchen wir hier? Wiederverwertung ist das, ne? Eine Fertigung, Entschuldigung. Ja. Da waren sie wieder meine drei Probleme. Das sind die Flieger, das ist das hier, ne? Fertigung, genau. Einmal, zweimal. Und dann holen wir uns 8 Handwerker und einen Direktor. Dann haben wir schon alles belegt. Techniker brauchen wir auch. Dann nehmen wir uns gleich mal die etwas besseren. Wir haben es ja. Was habe ich gesagt? Handwerker brauche ich, genau. Zack. Kommt auch so aus. Ja, in diesem Zusammenhang mit von wegen Wiederholung und Ausbauen hätte ich dann mehr an euch eine Frage. Wie lange sollen wir es hier noch weiterführen? Einfach so mal direkt in die Runde gefragt. Oder was können wir noch machen? Was interessiert euch noch? Weil momentan sehe ich jetzt noch keine Informationen hinsichtlich des nächsten Updates, was dann kommt. Beziehungsweise was dann implementiert wird, dieses ganze Forschen und so weiter, ist ja leider noch nicht drin. Oder ich habe es einfach nicht gefunden, gesehen, geschnallt. So dass es dann hier jetzt eigentlich schon ziemlich am Ende ist mit dem Content. Und ich will euch ja nicht langweilen. Und dann könnten wir nämlich auch was anderes anfangen. Ich hätte da so eine Idee. Das weiß ich aber noch nicht, ob das funktioniert. Was suche ich? Handwerker suche ich, genau. Programmierer. Nein. Nehmen wir uns erstmal einen Direktor. Ja, wie gesagt, das würde mich mal interessieren, ob wir das hier noch ein ganzes Stück länger weiterführen sollen oder dann so langsam zum Ende kommen von diesem Let's Play oder diesem Abschnitt oder wie man das nennen möchte. Was suche ich denn jetzt? Handwerker.
So dass es dann irgendwann mal eine Staffel 3 gibt. Hätte ja auch mal was. Wir haben ja jetzt schon einiges gelernt. Wie, was, wann, wo funktioniert. Wo man drauf achten muss. Mehr oder weniger. Und ja. Das soll er nicht machen. Der soll hier zerlegen Elektroschrott. Weil irgendwann ist so ein Spiel auch als Let's Play nicht ausgelutscht, aber sagen wir es mal so, am Ende seiner Möglichkeiten für einen Moment. Das haben wir auch nach der Staffel 1 schon gemerkt, als da ziemlich am Ende war. So. Wie gesagt, wenn ihr da eine Meinung zu habt, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. So. Damit wäre die erste Strecke komplett und jetzt noch eben die zweite. Die hat natürlich noch keine Arbeiter. Zerlege Elektroschrott, das ist ganz wichtig. Da haben wir auch schon 117.000 auf Lager. Das geht. Ja, es sind keine Arbeiter da. Das ist ja meine Hausnummer. Haben wir uns auch so gar nicht drum gekümmert, um die Elektroklamotten. Das läuft uns jetzt ein bisschen nach. Aber kriegen wir schon hin, da wird wieder irgendwas gemeldet. Keine Essensvorräte, ja, ist schon klar. Das wäre noch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Hatte ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon gesagt. Quasi jedes Lebensmittel anzubauen. Aber wenn ich dann überlege, wie viel Arbeiter man zum Beispiel in so einer Dingsbums-Bioanlage da braucht. Ja, das wird nächstes Jahr Weihnachten dann erst fertig sein, wenn ich das hier als Let's Play mache. Und ob das dann so zielführend ist für euch, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es dann interessantere Sachen, wenn man die 436. Bioanlage gebaut hat. Noch die 437. zu bauen. So, einen Techniker bräuchte ich noch ganz gerne. Kommt er jetzt von selber oder muss ich mir den bauen, kaufen? Ja, die Helme. So, damit hätten wir die erste Anlage bestückt. Und dann würde ich mal sagen, brauchen wir gleich eine zweite hinterher. Ich schaue mal eben kurz bei unseren Essensvorräten, was die zu meckern hatten. Unser Haferbrot ist wieder zu Ende. Dafür haben wir schon wieder reichlich Orangen. Und mit Wasser müssen wir auch noch was machen. Hatten wir eigentlich die eigentlich komplett bestückt? Ich glaube schon. Ne? So, damit hätten wir jetzt die Anlage komplett. Jetzt ist die Frage, ziehe ich diese Anlagen komplett um? Ja, ne, würde ich sagen. Die stecken wir alle unter einen Hut, damit man die nicht so lange suchen muss. Das heißt, ihr werdet jetzt recycelt und hier hinten neu aufgebaut. Der Vorteil ist ja, man kriegt ja alle Ressourcen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zurück. Die Blaupausen und so weiter auch. Und ich brauche jetzt gleich nur eben hier neu bestücken. Schön wäre es natürlich, wenn man die Fabrik einfach... Na komm schon. Also das Baumenü, das haut mir immer ab. Jetzt komm. Wenn man die Fabrik einfach so umziehen könnte, das wäre auch noch eine schöne Option, die ich gerne im Spiel hätte. Ich hätte den noch da sitzen können. Na, ist egal. Wir bauen die einfach gleichförmig auf. Platz haben wir genug. So, wie gesagt, das Umziehen der Anlagen, das wäre nur noch eine schöne Option. Um das vielleicht dann einfacher zu machen, wenn man hier umbaut. Jetzt muss ich nämlich alles wieder einzeln von Hand zuweisen. Von daher ist es nicht so ganz optimal gelöst. Das wäre so eine Umzugsoption. Ich weiß nicht, in welchem Spiel hatte ich das noch, weiß ich gar nicht mehr. Wo man dann einfach das Gebäude komplett nehmen kann, sagt, komm hier, bau ab Spiel und setz das hier hinten hin. Könnte man ja unter Umständen jetzt dann mit einer zeitlichen Verzögerung machen, sage ich mal, dass das Abbau nicht instant geht, sondern dass es halt im Prozentsatz runterläuft, keine Ahnung, dass es so 5 bis 10 Minuten dauert und das Aufbauen dann meinetwegen doppelt so lange.
Wäre auch noch eine schöne Alternative. Sollte man vielleicht drüber nachdenken, lieber Entwickler. Na komm, so, jetzt eben die alle hier reinziehen. Die Simone Techniker. Habe ich dann nur zwei Stück drin gehabt. Seniors. Ne, da sind sie alle. Sind halt auch nicht komplett ausgebildet. So, und jetzt ist nämlich immer dann das Müßige hier. Das Anschließen an die Knotenpunkte, die Fabriken neu starten. Ja, ich weiß, dass du noch keine brauchst. Könnte man noch ein bisschen komfortabler machen, wenn es dann alle Inhalte hat. So, das ist die erste Vierergruppe. Senior 5, Senior 8. Ich gucke jetzt nicht, welche Stufen die haben. Ich lege die einfach überall drauf, wie sie mir gerade vor der Nase kommen. Und dann lassen wir diese Fabrik ebenfalls Elektroteile zerlegen und ziehen dann die nächste nach hier um. Wie gesagt, so dass wir dann alles komplett auf einer Insel, wollte ich gerade sagen, Plattform haben. Wir brauchen noch den Direktor. Zack, und damit kann die jetzt hier anfangen. Zerlege Elektroschrott. Nicht genügend Energie. Ja, deswegen sollt ihr das ja auch machen. Ja, Schlauberger. So. Lebensmittel geht gerade noch. Dürfte gleich wieder anfangen zu meckern. Und wir müssen schauen, was brauchen wir denn? Wir brauchen diese elektrischen Umwandler. Diese elektronischen Systeme brauchen wir. Und die können wir erst kriegen, wenn wir diese Schiebe-Bedienteile bauen. Das heißt, wir lassen diese jetzt mal hier auf zerlegen Elektroschrott. Und inzwischen reißen wir die nächste Kiste ab, wollte ich gerade sagen. Die steht, glaube ich, hier, ne? Ja. Dann könnte man auf diese Insel noch eine Wiederverwertungsanlage aufbauen, die auch dementsprechend den, hier sieht man es, den E-Waste Garbage auseinanderpflückt. Wäre auch noch eine Option. Ich baue jetzt erstmal hier die dritte, Fertigungsfabriklinie hin. Ist wie gesagt nicht ganz optimal gebaut, aber hey. So, na komm schon. 4. Und wieder anknipsen. Damit hätten wir das nämlich soweit geschafft für heute. Die Zeit rennt nämlich bei so einem Spiel, finde ich, immer extrem schnell. Keine Ahnung warum. So, eben meine Leute. Junior-Direktor ist das nochmal Trauschen. Level 8, das heißt, der geht auch bald. Wird auch bald befördert. So, was haben wir hier? Das sind schon mal Handwerker. So, und ihr macht jetzt folgendes, genau das, was hier angezeigt ist. Nicht genügend Energie, ja, ja. Was haben wir hier noch? Müssten die Techniker sein, genau. Packen wir einfach mal hier oben. Zack. Senior und Master haben wir hier sogar, nicht schlecht. Das sind noch Handwerker, Techniker, Entschuldigung. Wir lesen kann es klar im Vorteil. So, und jetzt kommen hier die ganzen Handwerker. Die 5 Stück. Und
den letzten holen wir uns dann auch noch aus der Kryokammer bzw. aus der Warteschlange. Die sind ja nicht mehr eingefroren. Die hängen ja nur in ihrem Quartier rum im Moment. So, Meisterhandwerker, Ditte ist dein Arbeitsplatz. Und hier machen wir ebenfalls diese Schiebedinger. Ist aber Energie da. So, jetzt haben wir das hier fertig. Jetzt können wir uns darum kümmern, die nächste Fabrik umzuziehen. Benennen tun wir die dann in der nächsten Folge. Ich schaue jetzt mal gerade eben noch. Plastik, Plastik, Plastik. Wo haben wir sie? Die sind das? Nein. Das sind die Eisengeschichten. Assembly Tunnel, Neocorp. Hey. Unter was fallen die denn? Da sind sie doch. Plastik, Metall, E-Schrott. Das ist diese Fabrik. Achso, das sind die Wiederverwertungsanlagen, alles klar. Die haben wir auch noch nicht umbenannt teilweise. Biorecycling, Wiederverwertung. Das sind diese hier, die drei, alles klar. Dann haben wir die auch. Dann werden wir die mal umbenennen. Wiederverwertung, Elektroschrott einfach. Nummer 1. Dann wird das hier Wiederverwertung Elektroschrott 2. Und das wird dann Elektrofertigung Bedienfelder. Ich nenne die einfach schon mal 1. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein weiteres dazu bekommen. So. Und dann huschen wir noch eben in einem Zeitlupentempo. Jetzt geht's. Nach hier oben durch. Das sind die Anlagen. Das sind die Anlagen. Das ist auch fein. Hier ist unsere Komplettierungsanlage. Assembly Tunnel heißt es, genau. Und die sollen jetzt eigentlich elektrische Transformatoren produzieren. Das geht aber noch nicht. Dazu brauchen wir jetzt noch eine Anlage, die uns die anderen Komponenten baut. Und da würde ich sagen, das bauen wir dann ebenfalls wieder hier hinten hin. Ich sage ja, lieber zentral, dann braucht man nicht immer hin und her scrollen. So, und die pflanzen wir dann einfach hier direkt daneben. Liebes Baumenü, möchtest du gerne? Danke. So, setzen wir die spiegelverkehrt dran. Machen wir einfach. Zack, jetzt eben die Blueprints noch einkaufen. Das ist also zweimal Fertigung. Dann zweimal Gebäudewartung. Und dann heißt es in der nächsten Folge Leute einstellen und Produktion festlegen für die, wie nennen sie sich, elektrische Komponente, weiß ich jetzt gar nicht mehr. So dass wir dann die Akkus bzw. die Trafos selber fertigen können und zwar als Massenproduktion und wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. In diesem Sinne, noch ein bisschen Geld verdienen. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Projekt Aura. Bis dann, ciao.